Wer die Chancen sozialer Netzwerke richtig nutzen will, muss ihre Risiken kennen. Datenmissbrauch durch Fremde, Mobbing oder die Verletzung der Privatsphäre sind solche Risiken. Der sichere Umgang mit sozialen Netzwerken ist mir deshalb sehr wichtig. Hier liegen die neuen Herausforderungen für einen modernen Jugendschutz im Netz, den wir uns zum Beispiel mit dem eKids, dem Zentrum für Kinderschutz im Internet, stellen. Für Fortschritte brauchen wir die Beiträge unserer Partner, vor allem von Anbietern wie Facebook selbst. Bei der Nutzerfreundlichkeit, bei den Voreinstellungen und im Umgang mit Daten muss die Sicherheit der jungen Nutzer im Mittelpunkt stehen. 2012 startete der Social Media Advisory Roundtable, ein Projekt der Stiftung Digitale Chancen, mit der Berlin Media Professional School, der Freien Universität Berlin und Facebook. Ich habe hierfür gerne die Schirmherrschaft übernommen. Das Ziel des Roundtable ist es, die Risiken sozialer Netzwerke bewusst zu machen und die Kompetenz der Nutzer und Nutzerinnen zu stärken. Als erstes Produkt wird auf dem ersten Gipfel des Roundtable eine App gegen Mobbing gestartet. Sie soll die Nutzer ermutigen, selbst gegen Mobbing aktiv zu werden. Gemeinsam müssen wir uns um ein soziales Miteinander in sozialen Netzwerken kümmern. Opfer brauchen schnelle Hilfe und sie brauchen die Unterstützung anderer Nutzer. Deshalb unterstütze ich die Kampagne und wünsche ihr viel Erfolg. Seid mutig, stoppt Mobbing!